Madonna. Ja, ich weiß nichts mehr von früher. Ja. Wie haben Sie sich kennengelernt? Weiß ich nicht mehr. Aber an Ihren Mann werden Sie sich doch erinnern. Weiß ich nicht. Ich weiß noch, der konnte irgendwas, was mich beeindruckt hat. Die mit dem Eierlikör, das ist Margarete Sonnenschein. Die ohne, das bin ich, Donja. Eine Woche wohne ich in einer Alzheimer-WG. Und es ist anders, als ich gedacht habe. Ich habe das Gefühl, dass ich auch nicht lange lebe. Ja? Hallo! Hallo! Ja, schön, eine Praline. Willst du mit oder ohne Alkohol? Mit. Mit, war klar. Okay, hier, eine Trüffel. Sie nichts? Irgendwas konnte der. Akkordeon spielen. Ja, das kann sein. Das war vielleicht ein Akkordeon. Das hat mich. Damit hat er sie rumgekriegt. Ja, hat er mich rumgekriegt. Sah der gut aus, der Sonnenschein? Weiß ich nicht mehr, wie der aussah. Kannst du mich totschlagen? Ich weiß das nicht. Nee, das wollen wir nicht. Nee. Aber ich weiß es nicht. Der ist so normal. Also nichts Besonderes, aber er sah nicht schlecht aus, aber auch nicht besonders gut. Normal. Aber er konnte gut Akkordeon spielen. Das hat mich beeindruckt. Siehst du? Alle 7 Bewohner der WG in Mülheim sind dement, aber unterschiedlich fortgeschritten. Alzheimer haben sie alle. Die Vorstellung, dass ich zum Beispiel meine Familie nicht mehr erkenne, finde ich furchtbar. Ich frage mich, wie lebenswert ist ein Leben, in dem man alles vergisst? Bingo. Ah, schön. Zum ersten Mal treffe ich Menschen, die dement sind. Und ich werde mit ihnen zusammenleben. So ist ein längerer Witz, ne? Oma steht im Kaufhaus vor dem Regal mit Kondomen. Super, Kondome mit Geschmack. Zu Hause angekommen, zeigt sie es dem Opa. Au ja, beide ins Schlafzimmer, Tür zu, Licht aus. Oma, lecker Gorgonzola. Opa, warte, ich muss ihn erst mal überziehen. Die freute sich, ne? Ja. Wir gehen jetzt runter. Ja, okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Gucken Sie mal da auf dem Bild, links. Das? Ich teile mir ein Zimmer mit Hermine Kirschner. Sie ist 88. Sehen Sie die? Das sind Sie. Auf mich wirkt sie erstmal nicht dement. Sie erzählt gerne von früher. Sie war Filialleiterin, hat viel gearbeitet und nie geheiratet. Naja, dann machen wir uns das gemütlich. Muss ich irgendwas wissen? Passiert hier nachts irgendwas? Ne? Ich schließe nicht ab. Haben Sie Angst? Nee. Angenehme Ruhe. Für Sie auch. Dankeschön. Guten Morgen, mein Schatz. Morgen. Guten Schatz. Ja, ich habe gut geschlafen. Ja? Mhm. Haben Sie das gehört? Irgendjemand hat nachts geschrien. So laut. Es war so eine eher männliche Stimme. So eher so ein Ohr. Ah, das war mehr Stöhnen. Was war das? Stöhnen. Stöhnen? Macht ein Bewohner. Herminchen, komm. Oh. Conny Kampka ist Pflegerin hier. Gehen Sie dann zuerst ins Bad? Ja, ne? Ja. Dann gehe ich nach Ihnen. Donja? Ja? Sie ist fertig. Könnt ihr beide Zähne putzen, vernünftig. Zwischen die Räume alles, ne? Hier gibt es keine festen Frühstückszeiten. Jeder kann so lange schlafen, wie er will. Hallo, Lilly. Sind wir denn alle krank? Haben wir irgendetwas alle? Irgendetwas haben wir, ne? Na. Jeder hat was anderes. Jeder hat was anderes, genau. Was hat die gesagt? Das kann man nicht verstehen. Nee, man kann nicht alles verstehen, aber manchmal, ne? Wo denn? Hier, wir sitzen hier. Warum spricht sie denn? Ja. Geht nicht mehr? Ja. Ich könnte es nicht mehr. Nein? Was kann ich denn nicht mehr? Ja. Sie können nicht mehr so gut sehen. Ja, das stimmt. Ja. Und Sie sind ein bisschen vergesslich.
Ja? Bisschen, ja. Bisschen, ne? Naja, ich bin ja, wie alt bin ich? 96, ne? Nein, 98. Ach, boah. Ach. Die wird 93. Boah, dann ist sie ja auch schon alt, ja. Ja. Da muss man nichts mehr fit können. Und wie alt bin ich? Ich weiß jetzt selber nicht mehr. 98, glaube ich. So ja. Alt schon? Mhm. Er steuert das alles, der liebe Gott. Wieso? Ja. Ist der denn lieb, der Gott? Ich hoffe schon, ja. Ist das ein Mann mit einem richtigen Penis? Ja, das. Ja, der hat immer so lange Kleider also gehabt. Kann da, kann sehen, ich, ne? Da kann ich. Da können wir. Nee. Aber wenn er das jetzt oben hört, Frau Sonnenschein, ne? Da gehst du da nicht so schnell hoch. Nee. Ach du je, ja. Nee, nee. Aber das ist also, wenn man älter ist, warum will man denn sterben, ne? Aber wenn ich nicht mehr selber trinken kann, wenn ich nicht mehr auf Toilette kann selbst... Das wenn merkst ich du selbst gar nicht, ne? Oder doch? Vielleicht aber merkt man das selbst nicht, wenn man nicht mehr so kann. Aber das ist also, was ich also auch immer sage, was im Kopf vorgeht, bei dem jetzt also Menschen, wissen wir nicht. Keiner von uns weiß das. Wir können nicht entscheiden, ob das ein Leben für sie ist. Dabei. Aber für uns selbst? Für uns selbst, ja. Aber wenn meine Mutter, sage ich mal, oder Geschwister oder Kinder oder weiß ich, bewahre Gott, also nicht mehr essen und nicht mehr trinken, also selbstständig, aber die leben noch, die sind wahren. Und ja, diese Entscheidung also zu treffen, also wenn der Arzt oder so kommt, die muss sterben, da ist doch kein Zweck, kein Sinn und so, würde ich sagen, nein. Wenn ich das sagen habe, nein. Nee. Wie wenn alt bin ich denn jetzt? Jesus, Maria, Josef und die drei Königin, also 98. Ja, ja. 98. Mein Gott, wer ist das denn hier? Ist das ein Mensch? Nee, nee, das ist Lillis Hase. Ja. Ach so. Ja. Nee, was fies. Nein, das, der ist nicht echt. So. Und der tanzt. So, dann machen wir noch ein bisschen Quiz. Ja? Ja. Wer nahte 40 Räuber? Aladdin. Ali? Aladdin und die 40 Räuber, was ist denn damit? Nee. Ali? Baba. Ali Baba? Genau. Wer fliegt jedes Jahr in den Süden? Zugvögel. Genau. Sind Wale. Wer vögelt? Was hast du gesagt? Das ist aber so Schweinerei, was ihr da sagt. Die Vögel, stelle ich mir was anderes drunter vor. Die Zugvögel. Also, die Vögel. Von den Zugvögeln haben wir gesprochen. Mit Flügeln? Ja, genau. Also, ja, das ist klar. Ich fühle mich gerade wie bei den Golden Girls. Aus einer Lampe. Aladdin. Und was kriegen wir jetzt mal zur Belohnung? Küsschen. Also nix. Lilly kann nicht mehr bei allem mitmachen. Und Frau Sonnenschein hat nicht immer Lust drauf. Sie verbringt viel Zeit in ihrem Zimmer mit ihrem Radio. So oder so ist das Leben. So oder so ist es gut. Alles was, weiß ich nicht mehr weiter. Und mein richtig. Mann hieß, wie hieß der Werner, ne? Ja. Der ist tot? Ja. Ja, schade. Der konnte so gut Akkordeon spielen, ne? Ja. Frau Sonnenschein? Ja? Sie sind ja jetzt 98. Denk mal an, 8, bald 100. 98, 99, boah, wie schlimm. Aber was soll ich machen, ne? Umbringen tue ich mich nicht. Ich lasse das so weiterlaufen, bis der liebe Gott mich leiden macht. Der macht mich doch nicht. Der sagt, du bleibst schöner unten. Haben Sie denn Angst vor dem Tod? Nö, gar nicht. Ich denke, ich schlafe so ein. Auf einmal steht das Herz still. Ja. Krebs habe ich nicht, ne? Nein. Auch nicht, ne. Ich lebe das zu Ende und dann ist es gut. Ich werde verbrannt. Ich komme nicht in der Erde. Ich werde verbrannt und dann bin ich Asche. Und die Asche wird verstreut im Wind. So will ich das. Ne, das ist bei mir vorbei. Wie alt bin ich, was hast du gesagt? 98? Ja. Oh, 99, 100, stell dir das mal vor.
Heute ist Haarschneidetag. Alle werden hübsch gemacht. Ja? Alles für Donnerstag. Warum? Was ist denn Donnerstag? Altweiber, Frau Sonnenschein. Altweiber fast da? Ja, genau. Ach du je, wie schrecklich. Wieso? Weil es alte Weiber sind. Die Männer möchten junge Weiber. Auch die alten Männer? Auch die alten, ja. Gerade die. Heute ist Haarschneidetag. Lili, was steht hier? Lili. Schmeiß den Hasen. Warte mal, da kann man nichts hören. Warte mal. Du trägst ganze Zeit. Lass mal kurz, bitte. Du machst den Hasen auseinander. Die Marion wird... Hör mal, die Marion wird Palaver machen. Der hat 6 Euro gekostet. Hör auf. Hör auf. Lili! Ich laufe jetzt auch mit der Mode. Ja, gut. Die hat sie mir geliehen. Liliken, was steht hier? Was steht hier? Lili heißt eigentlich Irene Maxein. Frau Irene. Irene? Aber daran erinnert sie sich nicht mehr. Was steht da? Hier. Sie hört nur noch auf Lili. So wurde sie als Kind genannt. Frau Erika Radeberg. Yes! Guck dir das an. Hammerhart. Hast du toll gemacht. Schön, Mann. Ja, schön. Das war richtig. Ich bin ja ein bisschen unsicher, ob ich, wenn ich Frau Maxein sehe, ja? Ob ich so leben möchte später. Aha. Das ist schwer zu sagen, weil das ist also, ich pflege die Leute. Ich bin also täglich hier, ja. Und also egal jetzt, also ob die jetzt 93, 98, also denen ging's schon schlecht, ja. Aber wir machen so, dass wir die wieder aufpäppeln. Ich versuch's alles. Da gibt's Momente, wo die Leute also hören auf zu essen und zum Trinken. Aber wir geben uns noch Mühe. Wir versuchen mit Löffel, nur also ein paar Löffel und so. Wenn ich wirklich weiß schon, dass da keine Rettung mehr ist, dass der Mensch von Kopf bis zum Fuß, sage ich, mit Krebs, also mit Metastasen, weiß ich und so, dann würde ich auch sagen, lieber Gott, nimm den. Und bei Demenz? Den. Aber bei Demenz nicht. Bei Demenz bin ich also anders, andere Meinung. Weil ich weiß nicht, was die denken. Ich weiß es nicht. Und ein paar Schrittchen. Wunderbar. 24 Stunden sind Pfleger in der WG. Komm nur mal drauf. Die Bewohner würden sonst wichtige Sachen vergessen. Duschen, einkaufen, Medikamente nehmen. Du kannst dich wieder setzen. Ja? Ja. Und? Bin ich dicker oder dünner geworden? Du bist dünn, genauso schlank wie vorher. Ja? Setz dich einmal zur Seite, dann können die anderen auch drauf, ja? Ja, gut. Heute Abend hat Jasmin Yilmaz Dienst. Zwischen ihr und Frau Sonnenschein liegen 70 Jahre. Wie alt bin ich? 98, ne? Genau. Ja. Wann hast du Geburtstag? April. Ne? Sie haben viel erlebt. Ja, das stimmt. Was haben Sie so alles aber erlebt? Ich habe nur einen Mann gehabt, oder nicht? Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Doch, den Sonnenschein. Genau. Den Sonnenschein. Und den Tarek hattest du. Ja, das waren wir Geliebter. Hm? Hast du den sehr geliebt? Sehr. Ja? Was hast du denn an ihm geliebt? Alles. Zum Beispiel? Sein Körper. Was war denn da so besonders dran? Tarek, weiß ich gar nicht mehr. Was konnte der? Eigentlich sollte man alles sich Notizen machen, ne? Man vergisst ja viel. Wenigstens ich habe viel vergessen. Aber wenn wir jetzt alt sind, ne? Und hier, so, das wäre jetzt unsere WG. Das wird ja ganz anders aussehen. Wir hätten ja auf jeden Fall WLAN. WLAN, anderes Essen. Unsere Generation. Wir werden uns Pizza bestellen oder einen Döner kaufen. Ohne ja, Scheiße. Andere Musik wird laufen. Backstreet Boys. Frau Sonnenschein, ich habe was für dich. Was denn? Ein Ei. Ein weiches? Nein. Aber Ei. Ei. Willst du oder willst du nicht? Kein weiches? Nee, das ist schon das von gestern, das Ei. Ah.
Und gestern ja, ja. Abend. Willst du oder willst du nicht? Doch, ich will es dann. Das ist so ein buntes Ei gewesen, so ein Osterei. Habe ich hier schon. Ja, ja. Aber es ist schade, dass es kein weiches ist. Ja, das tut mir leid. Beim nächsten Mal. Sonntag gibt es auf jeden Fall wieder Ei. Ja. Schmeckt's? Salz? Nö. Nee. Hier? Nee, geradeaus. Rechts, gerade. Genau. Und wir würden wahrscheinlich kein Eierlikör trinken. Nee, Wodka. Ich glaube, die Leute, die uns fliegen, die haben nicht so viel Arbeit wie wir mit Beschäftigung und so. Wir werden uns bestimmt voll viel selbst beschäftigen mit ganzen Elektrogeräten und was weiß ich. Alle Game of Thrones Folgen. Ja, wir holen uns hier die DVDs und dann tun wir so, als ob wir noch 20 wären. Und weil wir das ja eh wieder vergessen, können wir alle Staffeln immer wieder neu gucken. Voll kostensparend. Was ist denn da los? Wir feiern schon mal vor, Frau Sonnenschein. Wir machen eine Party, Frau Sonnenschein. Wir überlegen zum Handwerk. Wir überlegen, was wir machen, wenn wir alt sind. Aber ich möchte mich nicht von einem Mann fliegen lassen. Das könnte ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Aber das wäre für mich auch ein Problem. Aber viele Männer haben eher ein Problem, von Frauen gepflegt zu werden. Warum haben Sie denn eine Mütze auf, Frau Sonnenschein? Weiß ich auch nicht. Die Nacht darum habe ich aufgesetzt. Madonna. Wo haben Sie die denn her? Sieht echt gut aus. Die läuft den ganzen. Eigentlich läuft sie immer damit rum, wenn sie so tagsüber. Im Sommer vor allem. Die hat noch so eine große, so eine Fliegenbrille. Ja? Die ist ganz schön modisch. Ja? Du siehst super aus, Frau Sonnenschein. Oh? Ja. Komm, geh dir vor. Boah, ich kann nicht mehr diese Sonnenbrille. Ich frage mich, ob man ihr vielleicht eine andere geben müsste. Ich hab mich schon dran gewöhnt. Ist es gemein zu lachen, sag mal ehrlich? Nein, die lachen ja auch mit dir. Du lachst ja. Doch, du lachst schon über die. Wer hat dir die gekauft? Ich denke mal, die Cousine. Aber die hat noch so eine. Die große. Cousine ist 85. Ja. Unsere Leute sind halt so. Meine Berührungsängste sind einfach weggelacht. Die dritte Nacht in der WG. Bleiben die Socken an? Sonst habe ich das kalte Füße. Ja. Frau Kirschner fragt mich, ob ich mich vor dem Schlafen kurz zu ihr lege. Das ist mir am Anfang etwas unangenehm. Aber ich habe das Gefühl, sie ist einsam und ich mag sie. Haben Sie sich früher gedacht, dass Sie mal hier in so einer Wohngemeinschaft leben werden? Was meinen Sie, was, wie schwer das etwa? Ich komme aus dem Krankenhaus, werde abgeholt in Witten. Und da sagen die beiden so, jetzt such besuchen bei deiner neue Wohnung. Dann sind wir hier sonntags morgens hingefahren. Ist gut. Kann nichts mehr sagen. Und dann fing das an, innerlich. Nervenmäßig. Mhm. Das Schlimmste war, dass alles verkauft war. Können Sie sich das vorstellen? Und dass ich jetzt nicht mehr alleine laufen darf. Also das ist schäbig. Möchten Sie über 100 werden? Auch das wäre mir egal. Wenn ich so gut hätte wie jetzt, warum nicht? Und wenn ich sie dann noch alle habe? Wenn das hier oben dann nur stimmt. Ich weiß, ich habe das Gefühl, dass ich auch nicht lange lebe. Ja? Ja, weil ich das mit dem Herzen auch habe. Ist ja nicht nur die Idee. Wecken Sie mich morgens? Ist gut so. Mit der Demenz bestimmen also andere dein Leben. Auch wenn das vielleicht sinnvoll ist. Das tut wohl am meisten weh. Dankeschön. Nicht zu danken. Dann gute Nacht. Ich tue mir noch einmal. Stehen Sie mal auf, Frau Sonnenschein. Warum? Weiß ja schon. Ich bin froh, dass ich liege. Warum? Weil wir sind gut. Sind wir erst mal kämmen. Elsbeth ist da, Frau Sonnenscheins Cousine. Mein Gott, nochmal.
geht doch gar nicht so. Sie ist die Einzige, die sie besucht. Wir können jetzt uns zusaufen, Gret. Kann Sekt haben und Eierlikör. Und oh, das. Eierlikör. Da fängst du mit an, mit Eierlikör, ne? Ja. Heute wird Karneval gefeiert. Ja, Eierlikör ist doch was Gutes. Es ist gar nicht so viel Alkohol, aber Eier. Aber ich mach gern Eier, aber es muss schon weich sein. Ganz weich, zum Schürfen. Du nein. Hast du Partner jetzt? Keinen mehr, weißt du doch. Ja. Mit 85 hat man keinen Partner mehr. Nee, ich auch nicht. Die haben einen schönen Eierlikör, der ist lecker. Ist das? Hat genügt mir. Ich bin noch nie am Karneval weg gewesen, durfte ich immer nicht. Meine Eltern waren streng, mein Vater hauptsächlich. Ja, aber mit Günther Schemm auch nicht? Nein. Günther Schemm, wer war das denn? Ja, wie kommt mir der Name bekannt vor? Ja, dein erster Mann hieß du doch Schemm. Ja? Mhm. Der ist tot, ne? Ja. Ja, sicher alles. Nee, das weiß man nicht. Was brauchst du noch? Ach, das. Auch Lilly hat Besuch. Ihre Tochter Marion Franz kommt dreimal die Woche. Körperlotion. Guck mal, die Hände, ist die schön weiß. Guck mal, ja. Nee. Ob Lilly sie erkennt? Ja, wir sind so. Oh, lass mal gucken. Ja, muss da hingucken. Ja. Nee. Alles gut? Ja. Alles gut. Das ist schön. Und mal. Das riecht voll lecker. Ja, siehst du? Riecht nach Sirup. Ist aus. Ein bisschen Likörsirup, ein bisschen Wasser und einen kleinen Prosecco-Spritzer. In solchen Momenten wirkt es auf mich, als ob die Bewohner freiwillig hier sind. Ich vergesse dann kurz, dass es hier eine Einrichtung ist und keine normale WG. Aber es ist auch kein klassisches Altersheim. Kostet auch nicht unbedingt mehr. Das gefällt mir. Die Mutti war eine ganz, ganz hübsche Frau. Ganz, ganz hübsch. Das ist schon mal eins. Das ist auch ein wunderschönes. Das ist auch ein schönes Bild. Lilly selbst erkennt sich auf den Fotos nicht mehr. Wir schauen. Mal mitnehmen. Mitnehmen? Ich sag von mir noch. Haben Sie, ja. Ja, das ist immer, ich möchte dann immer alles richtig machen und ich weiß dann nicht, was sie will. Schlimm. Das ist echt nicht so. Ja, nee. Jetzt nicht? Wie haben Sie das dann bei Ihrer Mutter gemerkt? Wie ich das gemerkt habe? Oh, das ist ein Prozess gewesen. Vergesslichkeit. Vergesslichkeit, aber die schon gefährlich ist. Ofen angelassen, Handtuch drauf. Im Kühlschrank wurde Abfall reingetan. Ich habe ihr mal Erdbeeren gegeben. Die sind in den Abfalleimer geschmissen worden und was da drin war, im Kühlschrank. So, und dann ist man wach geworden. Und also der ausschlaggebende Punkt war innerhalb dann von einem ganzen Jahr. Da höre ich die Tür und gehe raus. Und wo willst du denn hin? Winterstiefel, Slip, Regenschirm und Pullover. Im Höschen. Gut, dass ich das gehört habe, ne? Wo willst du denn jetzt spazieren? Ja, Mama, geht ja nicht. Wieso? Ich habe da schöne schlange Beine. Also der Werdegang war schon hammerhart. Und dann musste ich sie wegbringen. Dann hat der Arzt gesagt, das geht nicht mehr. Das wird jetzt ganz rapide. Ne? Die haben gedacht, ich würde mich einweisen lassen. So habe ich ausgesehen. Am Zahnfleisch. Sie zu Hause zu pflegen, ging nicht mehr. Lilly wurde immer aggressiver. Das hat jetzt aufgehört. Genau. Wenn wir das gegessen haben, dann erzählst du. Und wie stellen Sie sich das vor, wenn Sie dann älter sind? Ich bin von meinem Naturell und von meinem Sternzeichen nie jemand, der etwas verdrängt. Aber das ist ein Punkt, da gebe ich mich. Nein. Das ist etwas, was ich im Moment überhaupt nicht drüber nachdenke. Alles wird so diskorrekt gemacht, aber da denke ich gar nicht drüber nach. Dann denke ich, ich hoffe, dass ich mit meinem Mann noch lange recht fit bin, trotz unseres Alters. Und wenn das also schlimmer wird oder so, man hat wirklich was irgendwann mal kommt, dann werde ich schon reagieren. Wie reagieren? Ja, weiß ich nicht, wie ich reagieren. Ja, was machen wir dann? Wir sind ja noch zu zweit. Also ich möchte nichts können. Ich habe schon erlebt in diesen Altenheimen, bettlägerig, nicht alleine essen können, nicht mehr sprechen, gar nichts mehr können. Möchte ich nicht. Dann würde ich
das Universum bitten, dass doch für mich Ende wäre. Das nicht. Nicht da auf Krampf, weiß ich nicht. Nein. Wenn nichts mehr geht alleine, nein. Vielleicht sagt der ein oder andere, der sehr fromm ist, das geht nicht. Ne? Aber dann würde ich doch sagen, dass ein bisschen am Leben teilhaben, wenn man nur schauen kann und sagt, ich möchte das, wenn ich auch nicht mehr laufen könnte. Aber ein bisschen mitkriegen, gar nichts. Ich kann das total nachvollziehen für mich selber. Aber wenn jetzt meine Mutter zu mir sagen würde, Donja, wenn ich nicht mehr klar was sprechen kann oder so, dann möchte ich, dass du, falls es um irgendwelche Maßnahmen geht oder so, dass du dann in meinem Sinne entscheidest. Ja. Weiß ich nicht, ob... Wenn das der Wunsch ihrer Mutter wäre und ihre Mutter in dem Stadium wäre, was sie nie wollte, darf man ja hier nicht, fände ich aber sehr human. Wir zu gehen nach Hause. 98, 99, 100? Ja. Ja, in 2 Jahren wird gefeiert. Wow, 98, das ist so ein tolles Alter. Das vertut er auch. 98 bin ich doch noch nicht. 98? Doch. Mein Gott, was eine alte Schachtel bin ich. Das ist natürlich nicht so schön. War ich denn verheiratet? Wahrscheinlich nicht. Ja, hast du gesagt. Habe ich Kinder? Nee, ne? Einen Sohn hattest du, aber der ist tot. Der ist auch tot? Ja. Den habe ich also niemand mehr? Nein. Naja, sterben müssen wir alle, ne? Dann nehmen wir das auch so, wie es ist. Morgen ist Sonntag oder was? Oder Samstag? Weiß ich nicht, was morgen ist. Ja, auch nicht. Ist so lecker. Können wir die Butter rüberreichen? Mit größten Vergnügen. Schönen Dank. Bitte. Nach fast einer Woche habe ich mich an vieles hier gewöhnt. Je besser ich meine Mitbewohner kenne, desto mehr rückt ihre Krankheit in den Hintergrund. Almina, möchtest du auch ein bisschen Schminke von mir? Ja, bitte. Ja. Ich kann halt nicht. Na, ich mach das. So, jetzt ein bisschen so. Also ich bin 88, werd noch geschminkt. Ja. Jetzt wollen Sie mir ein bisschen helfen beim Schreiben, ja? Das ist große Hilfe. Und wie schreibt man das? Also in jedes Auge oder? Jedes Auge. Also S. Da kann ich schon ein paar Sachen wegnehmen, ne? Ja. Ja, meinen wir, dass ihr also gleich Platz habt, ne? Ja. Aber wunderbar hast du das gemacht. Ja? Ja, wie jeden Tag. Also, ne? Ne? Wunderbar. Also, die einzige. Ich kann ja auch nicht vertragen, wenn das so knüppelig im Schrank liegt. Es geht wieder nach Hause. Vor einer Woche hätte ich gesagt, ich will lieber kein Leben als ein Leben mit Alzheimer. Jetzt sehe ich das anders. Ich habe immer noch Angst vor der Krankheit und ich weiß auch nicht, ob die Menschen wirklich glücklich sind. Aber ich habe das Gefühl, dass sie sich hier wohlfühlen. Das liegt vielleicht an der WG, aber vor allem an den Pflegern. Ja, alles Liebe. Dankeschön. Nochmal Glück. Vielen Dank für alles. Man sieht sich auf Leben zweimal, ne? Auf dass wir nicht so schnell dement werden, ne? Nein, und wenn, dann ruf mich an. Ich helfe euch, so wie ich kann. Keine Hasen, nix, nur die Conny. Ah, oh. Vielen Dank. Und wenn sie irgendwie mal wollen. Könnt ihr wieder kommen. Ach, vielen Dank. Ja. Dankeschön. Tschüss. Und wie alt bin ich? 98, Frau Sonnenschein. Boah, mein Gott, was eine alte Schachtel.